Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde 3. So, der dicke alte Mann hat gespeichert. Er hat jetzt auch Ja, keine Zeit verstreichen lassen, außer in Zeitlupe so ein bisschen. Und jetzt geht's immer schön weiter. Jetzt werde ich mal mein ein kleines Angestellter hat Polster mir einen noch neuen Berufsgrad. anlegen. Finanzielles Polster natürlich. Das andere habe ich ja schon. und dann werde ich mal das Söldnerquartier schon mal grundsätzlich freischalten. Das hier gab eine neue Maßnahme, Mein oder? Angestellter hat einen neuen Taschendiebstahl Berufsgrad und erhalten. Schmugglerloch hinzu. Werde ich Ihr habt bestimmt den gleich Kampf wahrnehmen. gewonnen. Oder aber ich werde vielleicht auch eins der Gauner-Dinger abreißen. Obwohl, Jawohl! nee, ich lasse die mal so drinnen, damit wir grundsätzlich die Vororte abgesteckt haben. Und Söldnerquartier und Schmugglerloch könnten wir ja schon direkt in der Stadt bauen. Ich glaube, Würfelspiel brachte auch Ansehen, wenn wir gewonnen haben, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Müsste man dann gucken, wenn es Klasse, soweit endlich ist. wieder was zu tun. So, dann schalten wir mal Söldnerquartier frei. Bringt ja auch Aufmerksamkeit plus 1. Was im Übrigen auch behoben wurde jetzt mit Mein diesem Update, das Angestellter fällt mir hat gerade noch ein, einen das habe ich neuen Angestellter hat nachgelesen. einen neuen Berufsgrad Jan, erreicht. sei nicht so laut, Junge. Dass wenn man bei den Ambitionen etwas freischaltet, also hier, dass dann auf einmal die Spielmusik weg war. Und genau das hatten wir auch gehabt in London? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe so viele Städte mittlerweile hier Meine ausprobiert und so Dynastie hat viele euer den Haarfehler Kampf erklärt. erklärt. Und so viele Neuanfänge gehabt. Was, wir haben den Kampf gewonnen? Wo denn? Ich will Beute machen. Also, die Info brauche ich jetzt nicht Mein unbedingt, ehrlich Angestellter hat gesagt. einen neuen Berufsgrad erreicht. Viel An wichtiger wäre die dauernde Info, Regenfälle sorgen ob wir jemand für gestorben ist oder Überflutungen. nicht. Oh, das machen wir jetzt mal mit ihr. Genau. Es geht schnell. Laufen wir mal rum und holen uns überall Erpressungsgeld ran. Ich weiß auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ob das Ansehen bringt oder Ansehen kostet. Sehen wir ja gleich, wenn es funktioniert. Weder noch. Bringt aber auch deutlich mehr Erfahrungspunkte. Dann machen wir lieber das. Zack. Apotheke. Die braucht auf jeden Fall Schutz. Also guckt euch das an. Hier sind so viele Räuber, die hier alle stehen. Hier sogar mit An dauernde Flugangriff. Regenfälle sorgen für Überflutungen. Da steht schon der nächste Räuber. Auch wenn es nur Ratsassistent ist. Aber da würde ich gleich mal gerne einen Taschendiebstahl probieren wollen. Wenn der jetzt wirklich nur hier rumsteht die ganze Zeit. Hat nichts zu tun. Boah, nur 50. Ist was? Moment. Die müssen wir erstmal erforschen, den Taschendiebstahl. So. Oh, wo ist denn der jetzt als Maßnahme? Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Komm mal raus da. Warum kann sie jetzt keinen Taschendiebstahl machen? Ach, hat bloß ein anderes Symbol. Okay. 52%. Komm, wir Geht probieren schnell. es mal. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Verdammt. Alarmiert, Ihr ja. werdet angegriffen. Von wem? Wo? Was? Ah, okay. Wurde nicht. Ja, dann machen wir es weiter so. Es geht schnell. Machen wir mal auf 3. Meine Dynastie hat euch die Feder Ein schwerer schwerer schon die Schneesturm zweite. wütet im Land. Daran hat sich also doch nicht viel verändert. Schade, ich habe gehofft, dass das damit gemeint ist, mit dem Verhalten der KI. Jemand hat Euer die Ansehen Bevölkerung ist zu gewaltig gewachsen. aufgehetzt. Ich weiß aber durch ein Interview, was ich bei Bisozint gesehen habe, dass das Team daran arbeitet, dass die KI nicht Ein gleich so aggressiv Angestellter hat wird. einen neuen Berufsgrad erreicht. Oder weniger aggressiv ist im Allgemeinen. Guck mal, da kommt doch schon gut Geld zusammen hier. Ein Angestellter hat einen neuen Und Berufsgrad steigen wir doch mal erreicht. gleich zum Bürger auf, würde ich sagen, ne? Jo. Glückwunsch, euer unermüdlicher Tatendrang hat euch die Erlaubnis eingebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Bürgerin. Sehr schön. Und wir können einen weiteren Betrieb bauen.
Und wir könnten sogar schon zur Kaserne aufrüsten. Vielleicht mache ich das sogar. Muss aber auch ein bisschen Geld sammeln dafür. War das jetzt erfolgreich? Ich würde sagen ja. Oder? Kein Schutzgeld gezahlt. Schämt euch! Gebt mir das Schutzgeld. Ach, guck mal, wie schnell das Geld hier wächst. Oh, wir hatten gerade zwischenzeitlich Geld verloren. Können wir das mal schließen? Na, 150. Besser als nichts. Ein Angestellter ist krank. Ja, da geht sich heilen. Keine Sorge. So. Zum Autosave ist mir noch was eingefallen. Ich habe diesen Spielstand hier angefangen, bevor ich das Spiel neu gestartet habe, nachdem ich, oh, Samad, pass auf, bevor ich überhaupt das Spiel neu gestartet habe und nachdem ich die Einstellung so vorgenommen habe. Die Einstellung überhaupt so vorgenommen habe, dass man das bitte automatisch speichern soll. Von daher kann es sein, dass es doch funktioniert, aber jetzt gerade nicht hier bei mir, weil ich vorher hätte das Spiel neu speichern sollen. Neu starten sollen. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ich hätte gerne gesagt, wir können uns das ja mal angucken, wenn wir den nächsten Versuch starten. Auf einer anderen Karte vielleicht, weil die Karte hier vielleicht zu verbuggt ist, aber ich muss sagen, die Karte sieht sehr stabil aus momentan. Wir hatten auch noch keinen Großbrand, wie wir es ja schon mal hatten. Ein Angestellter ist krank. Warum geht denn das jetzt hier nicht? Gib mir dein Geld. Du willst es doch auch. Oh, ich habe einen Stein an den Kopf gekriegt, deswegen. So, jetzt ist dieser... Jetzt ist ein Geschwindigkeitsmalus. 150, sehr schön. Das heißt nichts. Oh. Nee, die Auslastung ist nicht so hart. Ach, das ist nur die Entfernung zum Schiff. Stimmt, das ist mir ja schon ein paar Mal aufgefallen, dass Sachen, die weiter hinten sind, ein bisschen ruckeln, aber Sachen, die nah dran sind, nicht ruckeln. Jawohl. Das war aber auch schon vor dem Update so. So, Zammert lässt sich behandeln noch. Mein Ohr juckt, entschuldigt bitte. Oh, ich sehe gerade, hier scheint die Sonne. Wow. Dass ich dazu erstmal auf mein OBS gucken muss, um das zu merken, ist natürlich ein bisschen traurig. Das können wir uns mal angucken, das Gebäude. Drechselei. Also mal ganz ehrlich, ja, ich meine es jetzt nicht böse, aber wenn ich eine Drechselei besitzen würde, würde ich doch dafür sorgen, dass die von außen, vor allem an den Holzteilen, gedrechselt ist. Oder nicht? Also, dass das schöne Verzierungen sind und so. Hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Aber gut, wie gesagt, die Entwickler sind ja dabei, weiter zu entwickeln und die die Texturen weiter aufzuhübschen. Brauchen wir Patricia. Brauchen wir noch ein bisschen was. Wir brauchen noch generell erstmal wieder Einflusspunkte und alles. Aber hey, wenn das Geld jetzt immer so schon weiter reinkommt hier, why not? Wache halten könnten wir noch, aber das bringt leider nur Erfahrungspunkte. Gucke nur, ob wir hier noch irgendwas Intelligentes machen können. Außer Schutzgeld zu erpressen natürlich. Ich eile. So, genau. Was kostet eigentlich die Kaserne? 2,5. Dann noch die Angestellten einplanen und alles. Okay, werde ich jetzt erstmal bis 4.000 ansparen. Okay. Aber es ist grundsätzlich ein ziemlich stabiles Ding hier, finde ich. War das jetzt erfolgreich? Nö. Ein Angestellter ist krank. Grundsätzlich ein ziemlich stabiles Spiel mittlerweile, weil ich war ja gerade sehr nah am Ranzoomen und habe dann Doppelklick auf sie gemacht. Wir waren zwar hier mitten in der Landschaft und deswegen sah es bei euch vielleicht gerade ein bisschen komisch aus, aber es hat nicht geruckelt. Es war kein Absturz da. Oh. Sind wir angeklagt? Verdammt.
Wegen was? Euer Ansehen ist gewachsen. Wer ist der Ankläger? Ursula Brewster. Gucken wir mal. Ursula Brewster. Angelia, hier. Ich darf nicht mit dir handeln, okay. Du, Verhandlung. Wo sind die Beweise? Ach, kann es sein, dass sobald man eine Klage eingereicht hat, man die Beweise nicht handeln kann, sondern dass die noch ohne laufende Anklage sein müssen? Kann das sein? Dann habe ich den Text wahrscheinlich doch viel interpretiert, der in den Update-News steht. Ist jetzt eine gute Frage. Wenn es einer von euch weiß, freue ich mich natürlich über jegliche Information. Per Mail, per Kommentare, wie ihr gerne möchtet. Auch zur Information an euch, in der Kanalinfo von meinem Kanal hier steht eine E-Mail-Adresse, wo ihr mich gerne auch mal anschreiben könnt oder Fragen stellen könnt, wenn ihr wollt. Beziehungsweise Vorschläge machen könnt, wenn ihr darauf Lust habt. Macht das auch wirklich gerne. Ich schreibe auch gerne mit anderen YouTubern. So. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Dann bauen wir einfach gleich mal eine Kaserne. Alarmiert, schade. Gut, wo bauen wir sie am besten? Ich würde sagen, wir fangen hier drüben an. Dann arbeiten wir uns immer weiter in Richtung Stadtinneres vor. So, das können wir dann auch noch einmal aufwerten, das Schnuckelchen. Ihr wünscht mich zu sprechen? Ja, grundsätzlich schon mal. Kannst du doch schon mal hier rübergehen. Schmugglerloch. Siziliens Luft nennt sich das Schmugglerloch, okay. Dann werde ich auch noch eins bauen. Aber brauchen wir erstmal wieder weiteren Betriebsplatz. So. Einmal reparieren bitte. Oh, ist das. Nee, ein neues Gebäude wurde errichtet. Nee. Doch, jetzt. Okay. Kann es sein, dass es nur zeitverzögert runtergeht vom Konto? Kann ich jetzt auch so schwer beurteilen. Aber eigentlich, hä? Warum kommt hier Geld hinzu? Es ist Feierabend. Hä? Ihr habt den Kampf gewonnen. Machen Gaukler keinen Feierabend? Kann das sein? Oder sind die gerade ein bisschen verbuggt? Gute Frage. Nächste bitte. So. Genau, hier gibt es nämlich die Maßnahmen Wache halten und Schutzgeld erpressen. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal auf mehr Arbeiter. Zack und zack. Anstellen für 200, okay. Ist jetzt eine Investition, aber ich denke, die ist es wert. Okay. Wird umgehend erledigt. Könnte klappen. Keine Spuren, wie beim letzten Mal. Ja, manchmal nimmt dann Klick nicht hier. Keine Spuren, wie beim letzten Mal. Aber das können wir ja mittlerweile schon. Kann man sich auch dran gewöhnen, bin ich ganz ehrlich. Also wirklich sehr spielstörend ist es nicht. Jawohl. Bisschen nervig manchmal, aber nicht spielstörend. Und jetzt sehe ich auch gerade, dass die Sonne gleich schon auf der Kamera drauf ist. Oder sogar schon war und ich es nicht mitbekommen habe. Gut möglich. Falls sie schon drauf gewesen sein sollte und ich es nicht mitbekommen habe, entschuldige ich mich dafür. Aber ansonsten kann es sein, dass ich gleich mal... Ein Angestellter ist krank. Aber da geht sich ein. Dass ich dann gleich mal das Rollo runter machen muss. Bloß die Frage, ob ich mit ihr vielleicht doch mal was anderes machen sollte. Ansonsten nehme ich ja meinen Angestellten schon die ganzen Möglichkeiten weg hier, oder?
Aber grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn ich mit ihr rumlaufe, weil man sieht ja, nur durch Rumlaufen und dass wir den Gambeson tragen, kriegen wir Ansehen. Ein Angestellter ist krank. Ja, dann geht's sich heilen, keine Sorge. Ich denke, dass das auf jeden Fall auch mit zu Angestelltenkosten hinzukommt, dass ein Angestellter sich behandeln lässt. Ein Angestellter ist krank. Aber sagt mal, Schutzgeld erpressen, das war doch auch mal deutlich lohnenswerter. Da gab es auch schon mal mehrere tausend für. Sehe ich das richtig, dass hier ein Biergarten direkt an der Kirche dran ist? Heilige Dreifaltigkeit. Hefe, Wasser und Hopfen. Nee, Weizen, Wasser und Hopfen, ne? So. Ich bin gerade beschäftigt. Ist doch eine Dreifaltigkeit, oder? Ich eile. Oder könnte man heilige drei Reinheitsgebotigkeiten nennen oder so ähnlich? So, wir bräuchten also mal ein paar Einflusspunkte mehr. Weil vom Geld her sieht es ja schon relativ stabil aus mittlerweile. Es wächst stetig und das nicht gerade wenig. Schon besser als mit Nahrungsmittelproduzent oder mit... Was hatten wir davor? Ja, Nahrungsmittelproduzent, haha. Handwerker hatten wir davor, oder? Weiß es gar nicht mehr. Ach, Arzt hatten wir in Helgoland, genau. Da hat man die Heilkunde gehabt. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Obwohl, Heilkunde, muss ich gestehen, war eigentlich ziemlich lohnenswert. Da gab es ziemlich schnell Geld, schon durch die kleinen Kräuterhütten alleine. Und hätte ich das nicht auf manuelle Routen umgestellt, sondern hätte das alles automatisiert, dann wäre da wahrscheinlich auch deutlich schneller Geld reingekommen. Allerdings aber immer noch mit dem Manko, Einkaufskosten zu haben, die unterschiedlich hoch sind, zu unterschiedlichen Zeiten durch die variierenden Preise hier. Ach, ich spiele ja gerade mal auf Zweifache. Aber mal Dreifache. Vielleicht gehen wir uns mal... Ach, wisst ihr was, das machen wir mal. Wir gehen uns mal ein bisschen Einflusspunkte kaufen. So, bei dem Junker hier. Jo. Lauf los, Mäuschen, lauf. So. Ja, immer alle auf mich. Bin erstmal gespannt, wie das bei euch in YouTube aussieht, wenn ich gerendert und hochgeladen habe. Und so schnell hier langlaufe. Ein Mitglied eurer Familie ist krank. Oh, wer? Sie? Haben wir uns angesteckt bei ihm. Grippe. Sauerei. Dann. Oh, was ist denn hier am nächsten? Hallo, bietet jemand Behandlung an? Na, nicht für die einfache Grippe. Die Grippe wird natürlich nur in den Vororten behandelt, nicht in der Großstadt. Nein, wozu auch? Ach, Mensch. Jemand hat euch gelobt. Na gut, ich sehe gerade, so extrem weit ist es dann doch nicht weg. Wir werden trotzdem mal hinlaufen. Vielleicht sind wir noch rechtzeitig da, um die Behandlung zu bekommen. Und meine Riesentasse ist alle. Das nehme ich mal ein Glas. Na, klasse. Jetzt müssen wir hier im Frühling bei kalten Nächten die ganze Nacht über draußen warten. Ach nee, die lassen uns trotzdem noch rein. Ist ja schon mal nett. Dann müssen wir wenigstens nicht draußen warten mit unserer Erkältung. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Zack, vierfache. Oh. Jetzt gib mir bitte ein Taschentuch. Oh, guck mal, die Heilrate. Ach ja, das kam ja auch hinzu. Das habe ich total vergessen. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Dass jetzt die Trefferpunkte auch wirklich angezeigt werden. Sehr schön. Da kann man auch mal die Effekte sehen, wenn wir irgendwelche Accessoires oder Artefakte tragen, ein Angestellter ist krank. die Lebenskraft erhöht. Die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Boah, passiert immer wieder mal. Jeden Tag eigentlich. Oh, ich hätte gern immer noch ein Taschentuch, bitte. Jemand hat euch ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Oh, sehr schön. Und wir haben nicht mal ein Viertel der Energie insgesamt verloren die ganze Zeit über. Beim letzten Mal, noch vor dem Update, was wir jetzt hier bekommen haben, hatten wir deutlichst andere Verhältnisse. Also da wären wir jetzt wirklich schon bei unter die Hälfte gesunken. Das finde ich ganz gut so, dass sie das echt angepasst haben.
Das kann schon echt nachteilig sein, wenn man nur einen hat und der sofort krank wird und dann erstmal instant stirbt. Spiel vorbei. Oh, jetzt blendet es gerade. Aber stört hoffentlich nicht, dann würde ich gleich mal das Rollo nach der Folge runtermachen. Ja, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst hier. Hat es funktioniert? Ja. Jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Naja, immer alle gegen mich. Behandlung angesetzt? Ach ja, da war ja was. Ich bin gespannt. Hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ich bin sehr gespannt. So, was sind denn die? Okay. Moment. Eine Dynastie wurde vernichtet. Ist zu sorglos mit ihrem Geld umgegangen und hat jetzt nicht mehr genug Münzen übrig. Die Geschichte der Dynastie Grosvenor endet daher in einem beschämenden Bankrott. Das ist neu. So, wir haben wieder Geld bekommen, das ist auch sehr schön. Was ist? Apropos Geld, wir können aufsteigen. Freiburger! Ein Angestellter hat eine neue Berufsarbeit, hat hier einen neuen Titel erreicht. Freibürgerin. Oh, Freibürgerin hat er sogar gerade gesagt. Ich hoffe, ihr könnt das auch hören, was der Sprecher jetzt alles sagt hier. Ich habe ihn ja so leise gestellt beim letzten Mal und ich glaube, ich lasse das auch so. Manchmal geht er einem wirklich auf den Sack, vor allem wenn er mehrere Meldungen gleichzeitig spricht. Das ist dann nicht mehr so schön. Vor allem, wenn ich gerade am Labern bin eigentlich. So. Eine Dynastie hat euch die Feder erklärt. Kenne ich nicht anders. Auch da bin ich gespannt, wie das gefixt wird. Weil es wurde ja schon angedeutet, dass es den Entwicklern bewusst ist, dass das noch zu hart ist und dass sie das ändern wollen. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Hallo? So. Zack. Erledigt. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Oh, das weiß aber nicht so viel. Ja. Es scheint auch wirklich mit der Stufe des Gebäudes zusammenzuhängen, wie viel Geld man da rausbekommt. Obwohl ich mich daran erinnern kann, dass man früher in den Stadtgebäuden schon mal ein paar Tausender bekommen konnte. Ja, 27, was ist das denn? Sorry, aber war vielleicht gerade einer unserer Angestellten da. Gehen wir mal jetzt zur Magierstube. Die habe ich mich vorhin übersprungen, weil wir uns ja behandeln lassen mussten. Was ihr mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben könnt, das würde ich wirklich mal von euch gerne sehen wollen. Was ihr als nächstes für einen Beruf sehen wollt. Einfach mal so vorschlagen. Ihr könnt auch gerne nochmal die nehmen, die ich schon mal gespielt habe. Und dann würde ich mir dann, wenn da wirklich was Schönes dabei ist oder mehrere Leute für eins stimmen, würde ich mir was noch überlegen, was es noch ein bisschen interessanter gestalten würde. Und eine Hausregel, die ich mir selber stelle, an die ich mich möglichst halte. Und so weiter und so fort. Es wird auch in Zukunft jetzt bei Die Gilde 3 hier immer wieder mal irgendwelche Hausregeln von mir geben, die einfach mal das Let's Play ein bisschen interessanter gestalten sollen. Selbstverständlich. 65% der Wahrscheinlichkeit. Ich vergesse ständig hier drauf zu gucken, was denn das überhaupt abhängig macht. Ihr habt den Kampf gewonnen. Den Einschüchtern Skill auf jeden Fall. Okay. Oh, sehr schön. Dann haben wir eigentlich mal wieder ein Level ab. Ein Familienmitglied wird angegriffen. Oh, zammert. Okay. Er wurde anscheinend nicht irgendwie großartig ein beschädigt. Hat einen neuen Berufsgut. Hallo? Nein. Feierabend? Hier. Was ist das? So. So. Klasse, endlich wieder was zu tun. Oh, ist aber auch ein großes Gebäude hier, die Gewandweberei. Die möchte ich mir mal kurz genauer angucken. Na, wer lumscht denn da rein? Heute, oder? Sollst du nicht arbeiten gehen? Ha? Herr Schneiderlein? Oh, was mich jetzt mal interessieren würde. Wo ist denn das nächste Hospital? Ob man da immer noch diesen Bug hat, da reinzugucken?
und zuzugucken, wie sie da eigentlich nur Faxen machen, statt zu arbeiten. Oder wenn es überhaupt ein Bug ist. Es kann auch sein, dass es gewollt ist von den Entwicklern. Haben wir irgendwo mal ein Hospital? Ein Angestellter ist krank. Der geht sich heilen, glaub mir. Ja. Tja. Ich sage das jetzt nicht aus Eigennutz. Nein, nein. Ihr müsst mir einfach glauben, wenn ich sage, dass wir ohne diese Familie viel schlechter gestellt werden. Das ist sehr interessant, finde ich, dass man die KI-Maßnahmen auch so hört. Das wusste ich auch noch nicht. Was ist das? Ich dachte, es ist nur dann so, wenn es uns betrifft oder wir es selber ausführen. Dass man diese Argumente hört, die da getätigt werden. Sehr interessant, finde ich. So, wie sieht es denn aus hier bei 11,5 und 1,5? Ich glaube, ich gehe nochmal Einfluss kaufen. Das dauert sonst zu lange, weil die Kinder sind 8 gerade mal. Da braucht man noch eine ordentliche Zeit für. Ja doch, werden wir gleich mal machen hier. Aber wieder beschleunigen bitte, danke. Und dann werden wir uns mal wieder angucken, wie unsere Beliebtheit aussieht. Ein Angestellter ist krank. Das sieht man doch gerne. Außer das mit Schifffahrtwege. Da weiß ich nicht, was ich machen soll, weil da kommen wir doch gar nicht ran im Normalfall. Zack. Ja, gehen wir nochmal den Balduin bestechen. Ein Angestellter ist krank. Enter funktioniert auch gut. Ein Angestellter ist krank. Ach, da ist er schon. Hallöchen. Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Da haben wir einen schönen Bonus bekommen. Einen schönen kräftigen Bonus bekommen. Statt 950 haben wir über 1000 bekommen. Das gefällt mir. Brauchen wir bloß noch 11.500 Gold. Kriegen wir auch alles noch ran. Dafür sind ja unsere Angestellten gerade unterwegs. Ich sehe gerade, ich habe meine Kamera ein bisschen zu tief eingestellt, ne? Bin ja sonst immer so zu sehen. Naja, dann fließe ich mich jetzt mal hier gemütlich hin. Ah, ich muss mal ein bisschen mehr aufpassen. Robin, Konzentration. Kontenance. Apropos Schneesturm. Wir müssen mal wieder Gebäude reparieren. Das ist mal eine Maßnahme. Wir fangen zuerst mit unserer Hütte an. So, oh, ja, es war Zeit. 400 irgendwas. Temperatur startet. Nee, das Geld geht nicht runter. Ich guck da jetzt immer und immer wieder hin. So. Oh, ist ja fast gar nichts passiert, okay. So. Und. So. Hat sich jetzt hier bestätigt? Ja, okay. Jetzt nicht, bitte. Das nenne ich Timing. Weiter geht's. So, machen wir wieder ein bisschen schneller. Ja, guck mal, wie schnell das Geld hier wächst. Das gefällt mir. Und mit dem nächsten Betrieb möchte ich gerne mal ein Schmugglerloch bauen. Und da mal gucken, was es da noch für Maßnahmen gibt. Oh, das ging schief, schade. Gebt mir euer Geld, dann gebe ich euch auch Schutz. Na los. Na bitte, geht doch. Aber es war wirklich mal deutlich lohnenswert, das Schutzgelder zu erpressen hier. Schnell. Okay. Boah, Mann, die Sonne, die blendet aber. Keine Sorge, in der nächsten Folge ist das raus. Dann mache ich gleich beim Folgenwechsel, bei Folgenende mache ich dann das Rollo runter. Obwohl, ich muss mal auf die Uhr schauen. Ah, nee, heute nicht mehr. Das Oberhaupt einer anderen Dynastie ist aber gestorben. Die Folge hier, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste ja am Dienstag hochgeladen werden. Das heißt, ihr habt erstmal Material. Und dann kann ich gleich die anderen Spiele erstmal weiter aufnehmen. So. Aber gut, ihr Lieben. Es ist eh gleich soweit. In ein paar Sekunden. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit für eine Abmoderation. Dann werden wir gleich mal speichern. Immer noch ohne Autosave bei mir. Aber ich denke wirklich, dass es daran liegt, dass ich das Spiel gestartet habe, bevor ich... dass ich diese Runde hier gestartet habe. Ohne das Spiel neu zu starten, nachdem ich in dem Hauptmenü das so eingefügt habe. Ja,
meckert auch schon mein Handy. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao.